Willkommen zurück, Leute. Im letzten Part sind wir da reingegangen und haben uns das Wappen auf unsere Seekarte gepresst, damit wir wissen, wo wir als nächstes hin müssen. Und da können wir jetzt mit dem werten Kapitän drüber sprechen, was er denn davon denkt. Hi. Wo ist denn der Bahnhof? Ja, der... Oh, Post! Eilpost! Aufgepasst, ich komme! Das ist ein Brief von Ed von der Kanoneninsel. Dann lese ich mal. Hey du, Mina! Überraschungsankündigung! Habe ich Neuigkeiten? Wir haben ganz schön lange an einem Bergungsarm gearbeitet. Er ist fertig. Mit diesem hervorragenden Stück Maschinerie lassen sich Schätze vom Grund des Meeres hochziehen. Ich verkaufe dieses Teil an den Ersten, der hier ankommt. Achtung, fertig, los! Wer wird der glückliche Kunde sein, der ihn bekommt? Von Ed. Und so endet der Brief. Hast du das alles verstanden? Jo, dann bin ich weg. Ciao. Was bist du eigentlich? Eine Amor-Dings in... Ja... Nein. Aha. Danke, dass du mir das sagst. Hi. Da bist du ja. So die dritte Seekarte. Wir haben eine Markierung auf unsere Seekarte übertragen. Auf der Seekarte stand geschrieben, dass der Tempel des Mutes sich mit dem Sonnenschlüssel öffnen lässt. Ich wette, es ist etwas, wo die Markierung ist. Ich verstehe. Nun heißt es, Erfahrung ist die beste Lehrmeisterin. Wir sollten dahin fahren. Sicher finden wir dort was. Ja, ja. Ich will zu Ed fahren, bitte. Und einen Bergungsarm kaufen. Meine Stimme stirbt. Ja, sie stirbt. Oh, da war wohl der Mauszeiger im Bild. Oh, ich könnte zuerst zu Terry fahren. Terrylein! Ach nein, warte, ich fahre nicht zuerst zu Terry. Ich glaube, das ist nicht gut, weil... Dann gebe ich da mein ganzes Geld aus. Das brauche ich jetzt für den Bergungsarm. Warum ist hier immer die Musik so laut auf dem Scheißwasser? Dö. Kommt hier der Frosch? Ja, sehr gut. Stopp, Frosch! Bleib hier! Nein! Nein! Warum segelst du weg? Ich hasse dich, Frosch! Schaben. Kleister. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Ed! Ed! Ich will einen Bergungsarm haben. Hi, Dude. Oh, Mina, schön, dich zu sehen. Der Meister ist gerade mit dem Bergungsarm fertig geworden. Ja, ich weiß. Hat er mir geschrieben. Stell dir vor. Hey, Kleiner. Ja, er ist endlich fertiggestellt. Mit dem Bergungsarm kannst du Schätze vom Meeresboden aufsammeln. Was? Bist du nicht der Knirps, der die Kanone von mir gekauft hat? Und jetzt bist du den Bergungsarm auch noch? Alter, du hast mir einen Brief geschrieben. Bist du hierher gerast, weil du einen meiner Briefe bekommen hast? Ja. Du hast alles stehen und liegen gelassen für meine neue Erfindung. Du bist wirklich ein Fan meiner Arbeit, oder? Ja, total. Ich bin dein größter Fan. Ich verehre dich. Bitte gib mir ein Autogramm. Schmeichel mir, so viel du willst. Oh, aber so leicht verkaufe ich ihn dir trotzdem nicht. Also zeig, wie sehr ihn du haben willst und schrei so laut du kannst. Willst du den Bergungsarm, dann lass dein laut und deutlich deine Stimme erklingen. Wo ist das Mikrofon nochmal? Hier unter dem Startknopf, nicht wahr? Der Preis richtet sich danach, wie laut du schreist. Ich werde mein Mikrofon dafür muten, okay? Das nenne ich mal Geschrei. Da gibt's nichts zu meckern, nun. 200 Rubine, okay. Mann. Ich habe nicht so viel Geld. Verdammt, was mache ich denn jetzt? Scheiße. Dudes, ich habe zu wenig Geld. Gib mir Geld. Gib mir auch Geld. Wir rennen jetzt einfach mal hier über die Insel. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Geld. Das wäre doch toll. Biene. Gibt's hier Geld? Könnt ihr mir überhaupt Geld geben, ihr Bienen? Ich glaube wohl eher nicht. Bienen, 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 Bienen. Ja, ja. Ach
Mann, ich kann nicht 200 Rubine jetzt auftreiben. Wo soll ich denn 200 Rubine herkriegen? Oh Mann, wieso? Wieso denn so viele? Das ist doch eine Frechheit. Ich kann das nicht bezahlen. Ich kann das nicht bezahlen. Ich kann das nicht bezahlen. Nein, ich bezahle nicht bezahlen. Ich bin ein armer Schlucker. Ich kann das doch nicht bezahlen. Los, ich will da vorbei. Hallo. 152. Ja, das reicht nicht. Gib mir Geld. Ich weiß schon, dass ich hier jetzt viele, viele Herzen verlieren werde. Aber was soll ich denn machen? Ich habe nun mal kein Geld. Oh, warum muss ich denn jetzt Geld farmen? Ich finde das gerade super blöd. Ganz ehrlich. Komm her. Stirb. Und give me your money. Gibt's hier sonst noch Geld? Sieht nicht danach aus. Komm her. Das war keine Absicht. Ich wollte eigentlich gegen den Baum da rollen. Ah, perfekt. Na, seht ihr, so geht das. So kriegt man Geld. Man rollt einfach gegen einen Baum. Perfekt. Und nein, ich habe das nicht gewusst. Ich habe das jetzt geraten, weil ich mir dachte, ich brauche Geld. Und dann rolle ich halt mal gegen den Baum, der da einzeln rumsteht. Oh Mann. Du Penner, gib mir jetzt mal die Kanone. Und zwar für 50 Dollar. Ich will eigentlich nicht mehr als 50 Rubine dafür ausgeben, um ehrlich zu sein. Hallo. Ich muss nochmal schreien. Okay. Man muss wirklich schreien, ist ja krass. Meine Katze hat sich erschreckt. Entschuldigung, Katze. Oh, sorry, Michi. Also, so ein Mist, ey. Du bist doch ein Depp. Ich habe das erste Mal zu leise geschrien. Wie dumm. Also, wir haben jetzt einen Bergungsarm. Toll, oder? Los. Wer lesen kann, ist klar im Vollgas. Im Vorteil. Terry! Frosch? Oh, das gibt's doch nicht, ey. Scheiß Ja. Hallo? Oh, toll, heute kriege ich fünfmal so viele Punkte. Nein, ich wollte das eigentlich nicht kaufen. Ich wollte eigentlich die Bombentasche kaufen. Aha. Und ich versuche jetzt auch nicht mehr den blöden Frosch zu kriegen. Das nervt mich doch. Außer er kommt jetzt hier nochmal. Frosch! Frosch! Frosch!
Frosch. Du bist kein Frosch. Oh, ich glaube, der Frosch kommt wohl nicht, ne? So ein Mist. Oh, wie blöd, ey. Mann. Und jetzt habe ich auch kein Geld mehr. Was? Wir machen da nichts. Ja, warte. Genau, vielleicht liegt etwas auf dem Boden des Meeres. Aber du kannst nicht schwimmen? Tja, das ist ja nicht mein Problem. Also, Bergen. Bergen ist übrigens ziemlich witzig. Ich erkläre dir, wie man Schätze birgt. Alle möglichen Schätze schlummern am Grund des Meeres. Bewege den Bewegungsarm. Links, rechts, oben, unten, schneller, langsamer. Bla, bla, schneller, langsamer, links, rechts. Eigentlich alles klar und deutlich. Aber das ist trotzdem nicht so leicht. Weil es gibt unter Meeresdingsbums manchmal Strömungen. Und die verziehen einem den Arm total. Und die Dinger da, die explodieren. Also mit denen sollte man auch etwas vorsichtig sein. Nur so. Ich frage mich, ob man das hier kriegen kann, ohne zu explodieren. Kann man. So, mit Feingefühl. Erwischt. Ich glaube, ich will da vorbei, weil da oben die Strömungsdudes sind. Oh. Wo sind die anderen zwei? Keine Ahnung. Da, Wunderbar, kein Herz verloren. Wo war denn das Sonnensymbol? Ach so, ich glaube, ich weiß es. Was ist da drin? Ein Sonnenschlüssel. Irgendwie ein, der aussieht wie ein Muster, das du schon mal gesehen hast. Wartet mal kurz. Ich muss mal ganz kurz auf diese... Oh. Auf diese Insel gucken. Nein, die war es nicht. Dann war es wohl die hier. Ja. Okay, dann fahren wir da mal hin. Tschüss, Terry. Ich habe leider kein Geld mehr. Dann fahren wir jetzt erstmal dahin. Oh, hätten wir die ganzen Frösche schon, könnten wir uns beamen. Aber nein, die Frösche sind ja blöd und lassen sich nicht treffen. Ja, macht total viel Spaß. Danke, Lineback. Da, ich treffe einfach gar nichts. Das nervt mich. Ich muss den Bildschirm kalibrieren. Ich merke schon. Aber ich bin immer zu faul, das zu tun, weil das mich nervt. Scheiß Möwe. Bam, badada. Bam, bam. Bam, badada. Alter, was haben die denn hier mit so komischen Fliegefischen? Ich würde gerne nicht gegen das Boot da hinten kämpfen. Geht das bitte? Wir sind da. Gut, dann bergen wir hier den Schatz. Hui! Wer muss sich schon umschauen? Keiner. Wow, wie soll ich denn hier die Kiste wieder hochkriegen? Oh mein Gott. Hier seht ihr die Blubberblasen. Das ist Strömung. Ich will das haben. Das ist ein 100er. Ja, ja, ja. Du-du-du-du. Ach, der ist jetzt gerade weg. Uah. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Langsam. Perfekt. Kann da bitte Geld drin sein? Das würde ich voll feiern. Dunkel.
Ein eleganter Schlot. Sehr cool. Okay. Dann würde ich sagen... Was tötet? Spinnst du? Dann will ich noch kurz den Schatz hier bergen. Wenn wir schon dabei sind, machen wir einen Bergungspart. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Boah, ihr Möwen, weißt du, ich will euch gar nichts tun, aber ihr fliegt mir immer in die Schussbahn. Das finde ich überhaupt nicht witzig. Die armen Möwen, ey. Ich will die doch gar nicht tun, die tun mir doch auch nichts. Blöd. Zu dir komme ich gleich noch, Dude. Aber erst will ich den letzten Schatz hier noch bergen. Damit ich nicht alle auf einmal machen muss. So, bergen. Na toll. Hier ist eine Strömung. Die habe ich zu spät gesehen. Aber ich glaube, ein Herz repariert er noch umsonst. What the fuck, Dudes? Was geht denn hier ab? Langsamer. Ich muss mir das angewöhnen. Ich bin zu hektisch für Schätze bergen. Zieh ihn hoch. Ja, ich zieh ihn hoch. Ich habe Angst. Okay, ich glaube, ein bisschen schneller geht schon. Ihr seht schon, ich bin voll weit. Geh weg! Ja, was treibst du denn? Ich konnte dem nicht mehr ausweichen. Halt die Klappe oder berg deine Schätze selber. Penner. Mann, ey. Was? Ah, nein! Okay, das war schlecht. Ich geb's ja zu. Können wir bitte ganz weit nach rechts fahren? Könnten wir bitte irgendwo hinfahren, wo ich mein Bergungsarm reparieren lassen kann? Oh mein Gott. Das war schlecht. Das war wirklich schlecht. Wow. Egal, wir haben den Schatz. Es ist ein Glockenbug. Ich glaube, das ist vom gleichen Set. Ich muss das kurz machen. Wie der elegante Bug. Boah, mein Arm juckt jetzt gerade total. Wer wohnt hier nochmal auf diesem Schiff? Ich weiß es nicht mehr. Halt die Klappe und geh weg. Ja. Hallo. Ach, du wirst schon wieder bedroht. Was machst denn du die ganze Zeit, du komischer Typ? Los, gib mir Geschenke. Steh auf. Es ist kein Gegner mehr da. Ich bin kein Gegner. Ich bin Link. Ich bin dein Held und Erlöser. Ja, los, gib mir Geschenke. Treibholz? Oh, die ist aber schön. Oh, das ist aber schön. Was, du hast keins mehr? Warum nicht? Okay, was haben wir denn jetzt alles an Schätzen? Aha. Haben wir... Ach, wir konnten das ja noch nicht schätzen lassen, nicht wahr? Danke, Typ. Tschüss. Der Siebel hat mich angeschrieben. Oh, da muss ich gleich mal gucken. Aber jetzt fahren wir erst noch auf die Insel da. Auf die Insel Module. Oder Molude? Module, glaube ich. Wo ist eigentlich meine Katze hin? Er hat sich so erschreckt durch meine Schreierei, dass er abgehauen ist. Na toll. Danke, Ed. Mann. Was? Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.